Tja, liebe Zuschauer, in rund einer Woche ist schon der erste Advent und die Weihnachtsmärkte öffnen überall ihre Pforten. Neben dem Canaletto-Markt in Pirna wird es auch in diesem Jahr wieder einen sozialen Weihnachtsmarkt hier auf dem Waaghausring 108 geben. Heute habe ich mich mit Daniel Fuchs, einem Organisator des Weihnachtsmarktes, getroffen, um ihm einfach Fragen zu stellen. Herr Fuchs, alle Weihnachtsmärkte öffnen um den ersten Advent herum. Ihre etwas später, wann genau? Unser Weihnachtsmarkt wird am 3. Advent stattfinden, das heißt am 13. und 14. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr, sind alle Pirnaer Bürger, aber auch aus anderen Gemeinden und Kommunen sehr gern eingeladen hier. Der soziale Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr zum 6. Mal statt. Für alle, die ihn noch nicht kennen, was genau ist der Unterschied zum, in Anführungszeichen, normalen Weihnachtsmarkt? Der Unterschied ist vor allem in der Organisation begründet. Das heißt, der soziale Weihnachtsmarkt wird maßgeblich unterstützt von sozialen Vereinen und uns als Paritätischen Sachsen. Die Vereine sind die Volkssolidarität, die Lebenshilfe und der Arbeiter-Samariter-Bund. Und es ist so, dass wir natürlich auch sozialverträgliche Preise haben. Das heißt, da gibt es schon einen Unterschied zu einem kommerziellen Weihnachtsmarkt. Auf jedem Weihnachtsmarkt gibt es ja einen Weihnachtsmann oder ein kleines Weihnachtsprogramm. Wie sieht es genau bei Ihnen an den zwei Tagen aus? Wir handhaben das schon seit dem ersten Weihnachtsmarkt so, dass wir natürlich immer einen Geschenkeaufruf stattfinden lassen. Der Weihnachtsmann benötigt natürlich Geschenke. Demzufolge sind alle aufgerufen, Geschenke abzugeben. Ähnlich wie Sie das auch beim Weihnachten im Schuhkarton kennen. Das heißt, dass Sie einfach Lernmaterialien, Bücher, Gesellschaftsspiele, Plüschtüre oder Ähnliches zusammen verpacken. Dann dort darauf schreiben, ob es ein Junge oder ein Mädchen erhält, das Alter noch darauf geben. Und dann können Sie das Ganze entweder im Bürgerbüro im Landratsamt oder hier am Waaghausring 109 in der Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes abgeben. Jetzt haben Sie den Zuschauern zwar verraten, wo man die Geschenke abgeben kann, aber nicht bis wann Sie Zeit haben. Bis wann haben Sie denn Zeit? Der Abgabeschluss ist am 11. Dezember, das heißt zwei Tage bevor wir beginnen. Das ist immer eine Mammutaufgabe, dann auch noch Geschenke zu verpacken, aber das bekommen wir gut hin. Wir als Sender würden das Projekt gerne unterstützen und ich könnte mir vorstellen, für viele ist es schwierig, hier zum Sonnstein hochzukommen, um die Geschenke abzugeben, rein vom Weg her. Deswegen würde ich vorschlagen, wir ermöglichen es den Pirnern, die Geschenke auch bei uns im Sender abzugeben. Sagen wir bis zum 10. Dezember, dann haben wir noch Zeit, die bis zum 11. Dezember zu Ihnen zu bekommen. Ist das in Ordnung? Sehr, sehr gern. Das nehmen wir gern an, das Angebot. Also liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wenn Sie das Projekt unterstützen möchten und Geschenke spenden möchten, können Sie die gerne auch bei uns bis zum 10. Dezember in der Gerichtsstraße 4a bei Pirna TV abgeben und wir bringen die dann hier hoch.